Mit Sophia, Katrin und Maike habe ich schon in einem anderen Video darüber geredet, wie man eigentlich Spieleentwicklerin oder Spieleentwickler wird. Das ist natürlich für euch hier oben verlinkt. Heute soll es aber darum gehen, wie das eigentlich so abläuft, wenn man ein Spiel erfindet und worauf wir uns vielleicht in Zukunft in der Gaming-Branche freuen können. Das ist natürlich eine schwierige Frage, aber ich hoffe, ihr habt trotzdem eine Antwort drauf. Und zwar frage ich mich ganz oft, wie lange dauert es eigentlich von der ersten Idee von einem Spiel bis zum fertigen Spiel? Das lässt sich pauschal wirklich kaum sagen. Also es kann über Game Jam-Spiele gehen von wenigen Stunden oder einigen Tagen bis eben hin zu kleineren Projekten, die vielleicht so ein halbes Jahr dauern. Dann so mittleren wie unser Minute of Islands, was jetzt knapp 3 Jahre gedauert hat. Und nach oben gibt es eigentlich keine Grenze. Also ja, allgemein kann man eigentlich nur sagen, dass man, glaube ich, immer das Gefühl hat, dass das Spiel nicht fertig ist und es dann irgendwann einfach rausbringen muss. Und wie viele Personen sind eigentlich am Prozess der Spieleentwicklung so beteiligt? Also wie viel braucht man auf jeden Fall und wie viele Leute könnten es denn sein? Wie viele Personen an so einem Spiel beteiligt sind, kann ganz unterschiedlich sein. Es gibt Spielestudios, die bestehen nur aus einer oder zwei Personen. Dann gibt es Indie-Game-Studios, das sind dann so 10 bis 30 vielleicht. Und dann gibt es riesige Firmen mit hunderten MitarbeiterInnen, die alle an einem Spiel arbeiten. Das kommt halt immer total darauf an, wie groß das Spiel ist. So ein AAA-Game wie GTA zum Beispiel, da arbeiten hunderte Leute dran. An einem kleinen Spiel dann eben entsprechend weniger. Wie entscheidet man eigentlich, was ein Spiel am Ende kostet? Bei uns macht das tatsächlich auch der Publisher. Aber im Grunde will man ja am Ende das Geld wieder reinbekommen, das die Entwicklung gekostet hat. Also muss man gucken, was hat das Spiel gekostet? Was glaube ich denn, wie viele Leute mein Spiel kaufen werden? Und dann muss man natürlich mehr abrechnen, dass da noch Steuern runtergehen, dass auch Steam zum Beispiel, wenn man es über den Steam-Shop vertreibt oder auch die App-Stores, einen bestimmten Betrag einbehalten. Und dann muss man einfach ausrechnen, was glaube ich denn, was ich einnehmen muss, damit ich das bezahlen kann, was ich vorher bezahlt habe an meine MitarbeiterInnen und Miete und alle Ausgaben, die ich so hatte. Was ist euch denn an einem guten Spiel besonders wichtig? Jetzt auf der einen Seite natürlich, wenn ihr selber spielt, auf der anderen Seite, worauf achtet ihr, wenn ihr selber etwas entwickelt? Also ich liebe das, Geschichten zu erfahren und schöne Eindrücke zu kriegen und Welten zu entdecken. Mir ist tatsächlich einfach wichtig, dass die Spiele ein Gefühl in mir auslösen, dass ich danach noch darüber nachdenke, entweder weil das eine wahnsinnig interessante Geschichte hatte, die mich irgendwie zum Weinen gebracht hat oder es sehr lustig war oder es einfach eine total spannende Gameplay-Mechanik gab, auf die ich selbst nicht gekommen wäre. Und dann denkt man, wie kommt man auf sowas? Bei Spielen, bei denen ich mitarbeite und die ich selbst entwickle, ist mir besonders wichtig, dass sie eine Geschichte transportieren, dass sie irgendwie eine Message haben, ja, dass sie was mitgeben. Also, dass man nicht einfach nur vor sich hin daddelt, sondern dass man auch was mitnimmt daraus, wenn man das Ganze spielt. Was sind für euch gerade die interessantesten Entwicklungen im Bereich Gaming? Ich finde, es passiert gerade total viel Interessantes im Gaming-Bereich. Allein durch die Pandemie gibt es jetzt halt einfach viel mehr Bedarf an Online-Games, weil man sich eben nicht mehr sehen kann. Und dass es da so total zugängliche Online-Spiele gibt, die man einfach im Browser spielen kann, die jetzt total beliebt werden, finde ich super cool. Und ich freue mich auch total, dass das Thema Spieleentwicklung immer zugänglicher wird, dass es immer einfachere Tools gibt und Anleitungen, mit denen jeder und jede anfangen kann, Spiele zu entwickeln. Und es auch immer einfacher ist, diese Spiele dann an den Mann oder an die Frau zu bringen. Die Gaming-Branche entwickelt sich ja rasant. Und da würde mich mal interessieren, was wünscht ihr euch denn für die Zukunft der Gaming-Branche? Für die Zukunft der Gaming-Branche wünsche ich mir, dass Spiele wieder mehr wertgeschätzt werden. Weil jedes einzelne Spiel ist irgendwie eine Art kleines Kunstwerk und es tut mir ganz doll weh, dass die manchmal so verscherbelt werden und dass Leute dann 100 Spiele im Bundle kaufen und davon nur 5 spielen. Und ich wünschte mir, dass da irgendwie so ein kleiner Wandel in den Köpfen der Leute stattfindet. Außerdem wünsche ich mir, dass auch anerkannt wird, dass Frauen und Mädels genauso spielen wie Jungs und Männer und dass auch noch mehr Spiele für Frauen und Mädchen entwickelt werden. Meine letzte Frage an euch ist, was ist eigentlich zurzeit euer persönliches Lieblingsspiel? Derzeit spiele ich relativ wenig. Was ich aber ganz gern mag, ist Snipperclips heißt das. Das gibt's für die Switch.
da kann man mit mehreren Leuten lokal spielen und man muss sich gegenseitig in Formen schneiden und damit so kleine Rätsel lösen. Und ja, es hat sehr schöne Animationen. Das ist sehr lustig und die Rätsel sind, finde ich, relativ schlau gemacht. Das letzte Spiel, was ich gekauft habe und das ich aktuell auch spiele, heißt Belonging. Das ist auch von Stuttgarter Entwicklerstudio. Und da geht es darum, 400 Tage lang zu warten und dabei so quasi nebenher die Höhlenwelt zu erkunden. Das finde ich besonders schön, weil es so langsam ist und man ganz viel Zeit hat, die schöne Welt aufzunehmen und alles sich anzuschauen. Außerdem mag ich super gerne Aufbaustrategiespiele und spiele mit Freunden zusammen Anno 1800. Die Frage nach dem Lieblingsspiel finde ich immer total schwierig zu beantworten. Ich habe auf jeden Fall ein All-Time-Favorite und das ist Final Fantasy IX. Es ist schon uralt, aber ich habe es bestimmt schon 10-mal durchgespielt und es ist immer wieder schön. Und das ist auch ein bisschen ein Spiel, was mich dazu gebracht hat, Spiele entwickeln zu wollen, weil ich das früher einfach so, so toll fand. Und ansonsten wechselt das auch immer mal wieder so durch, was ich gern spiele. Jetzt gerade spiele ich Pokémon Snap, das kam ja vor kurzem raus und das macht auch super viel Spaß. Ich würde mal sagen, sollte der Lockdown nochmal kommen oder verlängert werden oder wie auch immer, da haben wir jetzt auf jeden Fall einiges vor. Vielen Dank an das Team von Studio Fispin für diese vielen Infos rund ums Thema Spielen. Wenn ihr noch mehr von Handysektor hören wollt, dann könnt ihr jetzt mal auf den Abo-Button zielen.